Das Internet der Dinge und damit verbundene neue Geschäftsmodelle ermöglichen es Unternehmen, neue Einnahmequellen zu erschließen. Das Unternehmen GOI revolutioniert mit seinem Ansatz gerade die Glühbirnenindustrie, indem es Chips und Sensoren in Glühbirnen installiert und die Beleuchtung neu als Dienstleistung im Sinne von Beleuchtungskonzepten und nicht mehr als physisches Produkt in Form von Glühbirnen verkauft. Ein weiteres Beispiel für das Internet der Dinge sind Produkte, die mit einem Ökosystem verbunden sind. Solche Produkte können einen zusätzlichen Kundennutzen stiften, indem sie mehr Verbindungen zu Partnerprodukten, Apps und Data Services im digitalen Ökosystem herstellen. So können Sensoren in Kühlschränken aufgrund des bisherigen Einkaufsverhaltens des Nutzers und unter Berücksichtigung seiner Gewohnheiten den möglichen Bedarf an Lebensmitteln für den nächsten Einkauf ermitteln.